Essen 1826. Alfred Krupp übernimmt die überschuldete Gussstahlfabrik des Vaters. Um die Firma zu retten, muss er Stahl von höchster Qualität erzeugen. Doch das können bislang nur die Briten. Krupp spioniert in englischen Stahlschmieden und macht sich Notizen. Eine Reise, die sich auszahlt. Krupps Geburtshaus auf dem Werksgelände. Aus bescheidenen Anfängen schafft er es zum größten Stahlproduzenten Europas. Mit dem Werk wächst auch die Belegschaft. Aus Knechten und Bauern werden Industriearbeiter. Jahre wird es dauern, bis sie sich an Hitze, Staub und Lärm der Maschinen gewöhnen. Um die hohe Qualität des Tiegelstahls garantieren zu können, braucht Krupp geschulte Stammbelegschaft. Er zahlt hohe Löhne, stellt aber auch hohe Anforderungen an die Arbeitsdisziplin. Der Wert der Zeit ist bisher noch nie verstanden worden. Und der Wert des Fleißes. Ich habe es oft vorgerechnet, wie viel verloren geht, wenn jeder Arbeiter 5 Minuten weniger schafft. 1841 verteilt er an jeden Arbeiter eine schriftliche Arbeitsordnung. Pünktlichkeit ist für ihn oberstes Gebot. 5 Minuten nach 6 Uhr oder nach dem Glockenschlage, womit die Arbeit beginnt, wird aufgeschrieben, wer fehlt. Wer später kommt, muss sich melden, weil sonst von ihm keine Notiz genommen wird. Einsatz, Disziplin und Treue erwartet Krupp von seinen Arbeitern. Dann kümmert er sich auch um sie. Herrisch und fürsorglich zugleich schmiedet er das Heer seiner Arbeiter zu einer Lebensgemeinschaft. London 1851. Auf der ersten Weltausstellung präsentiert Krupp die erste Kanone aus Stahl, nicht aus Bronze. Schweres Geschütz ist auch sein Gussstahlblock, die Sensation der Ausstellung. Im Mutterland der Industrie bekommt Krupp dafür eine Auszeichnung, die Council Medal, und setzt diese gleich auf seinen Briefbögen werbewirksam ein.